BVB Total. Im Doppelpass mit der Telekom. Jeder Zug ein Genuss mit Brinkhoffs Nummer 1, dem offiziellen Bier von Borussia Dortmund. Bei Kalli ist das ja so, es ist immer so ein bisschen Bratensaft mit dabei, wenn er spricht. Ja, das ist, ne? Er sagt ja, ich bin ein romantischer Typ, ne? Ich bin ein Romantik. Wenn die Sonne so durch die Bäumchen scheint, ne, ins Wohnzimmer, ne, dann, und da sah ich so zwei Rotkehlchen auf den Bäumchen sitzen, da habe ich gedacht, so zwei Rotkehlchen. Mit Käse überbacken. Das ist der Kalli. Da kann ich ja jetzt vielleicht direkt mal drauf kommen, weil er hat ja jetzt gegen Breslau, ist er ja in der 88. Minute eingewechselt worden. Ganz klar war jetzt nicht, wer ihn da eingewechselt hat. War er selbst, waren es die Zuschauer oder war es du? Weil er hat vorher nicht ein einziges Mal mit der Mannschaft trainiert. Nee, er hat mich während des Spiels, der relativ entspannt ablief, das hat man doch recht deutlich gestaltet, und dann habe ich während des Spiels, hat er mich auf die Schilder aufmerksam gemacht, hat irgendjemand Klopp wechseln Kuba eingeschrieben, und da habe ich ihm gesagt, hast du überhaupt ein Trikot dabei? Und dann hat er gesagt, ja, kann ich organisieren? Ja? Hol mal, wenn du auch Skimannschuhe dazu hast, dann komm. Und dann kannst du endlich mal so Fußball spielen, wie du schon wolltest. Ohne Zweikämpfe, ohne Laufen, einfach nur dumm rumstehen. Naja, ich freue mich schon wieder drauf, mit Jürgen irgendwann in naher Zukunft besoffen auf dieser Bühne zu stehen, während wir die Schale hochhalten. Ich trinke aber nicht mehr, wenn wir was gewonnen haben. Nein. Träumen darf man ja. Nein. Vorher? Nein. Ich habe mich mal vorgenommen, wenn wir das nächste Mal gewinnen, dann fange ich nicht direkt nach Abpfiff an zu saufen, weil das echt, ich habe Atze Schröder hinter der Bühne getroffen und kann mich nicht daran erinnern, das ist scheiße. So ehrlich muss man erstmal sagen. Dass du das jetzt heute zugibst, finde ich gut. Ja, ich weiß ja nicht, das, wenn er so sagt, wir haben uns getroffen, dann werden wir uns getroffen haben. Ich meine, ich bin ein top seriöser Mann. Ja. Aber ich bin. Wir haben uns sogar eine Stunde sogar unterhalten. Und ich habe nichts gesagt.